Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Christmette haben wir ein wenig drauf geschaut, warum die Hirten hinübergehen konnten, einfach hinübergehen konnten nach Bethlehem und dann vom Geheimnis so betroffen waren, dass diese kargen Menschen Gott lobten und preisten und wie dann ihr Mund überging von dem, was sie gesehen und in der Tiefe auch begriffen haben. Und so möchte ich mit euch beginnen, weil ja Weihnachtsoktav ist, mit dem, was wir eingangs gesungen haben. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben, eigentlich das Leben. Nimm es hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, lass es dir wohlgefallen. Aus dieser menschgewordenen Liebe sind wir hervorgegangen und unruhig bleibt deine und meine Seele, bis sie wieder heimgefunden hat in die ganze Fülle dieser Bejahung, dieses Gewolltseins, dieser von Gott gegebenen Existenzberechtigung in unserem So-Sein. Erst wenn wir wieder ganz in dieser Liebe geborgen sind, wird die Seele ruhig finden. Unruhig bleibt das Herz, bis es ruht in dir. Und wenn wir heute auf diesen Zeugen Stephanus schauen, dann sehen wir, wie sicher er in dieser Liebe geborgen ist. Und ich möchte euch gerne von Fulgentius von Ruspe, er ist 532 gestorben, einen kleinen Ausschnitt aus unserer heutigen Lesehore schenken. Obwohl er der höchste König ist, kam Christus für uns in Niedrigkeit. Er konnte nicht mit leeren Händen kommen und brachte seinen Streitern ein großes Geschenk mit. Das sind wir. Damit machte er sie reich und stärkte sie zu siegreichem Kampf. Er brachte das Geschenk der Liebe mit, um die Menschen zur Teilnahme an der göttlichen Natur zu führen. Die Liebe, die Christus den Herrn vom Himmel auf die Erde geführt hat, sie hob jetzt den Stephanus von der Erde zum Himmel empor. Die Liebe, die zuerst im König erschien, leuchtet danach auf in seinem Diener. Um den Kranz zu gewinnen, von dem er den Namen trug, nahm Stephanus die Liebe als Waffe und siegte durch sie überall. Aus Liebe zu Gott wich er nicht vor den wütenden Juden, die mit ihm stritten, sondern bekannte Gott. Aus Liebe zum Nächsten betete er für sie, als sie ihn steinigten. Aus Liebe stritt er mit den Irrenden, um sie zur vollen Wahrheit zu führen. Aus Liebe betete er für die, welche ihn steinigten, damit sie der Strafe entgingen. In der Kraft der Liebe besiegte er den grausam wütenden Saulus. Und der ihn auf Erden verfolgte, durfte dann im Himmel durch seine Liebe sein Freund werden. Siehe, nun freut sich Paulus mit Stephanus, genießt mit ihm die Herrlichkeit Christi, jubelt und herrscht mit ihm. Getötet durch die Steine des Paulus, schritt Stephanus zum Himmel voraus. Paulus folgte, sein Helfer war das Gebet des Stephanus. Da wird doch deutlich, was Weihnachten, was die Menschwerdung Gottes uns geben will.
wo sie uns hinein mitnehmen will, wo sie uns bergen will. Und dann ist an diesem Tag, mitten in der Freude über Weihnachten, ein so gigantisches Evangelium uns vor Augen gestellt, wo man sagen kann, ja, wenn das das Los der Christen ist, dann lassen wir es besser, nicht? Also, wo dann Jesus in diesem Evangelium, das uns Matthäus schenkt, sagt, nehmt euch vor den Menschen in Acht. Sie werden euch vor Gerichte bringen. Sie werden euch auspeitschen, vor Statthalter und Könige führen, damit ihr vor ihnen und vor den Heiden Zeugnis ablegt. Ja, was ist denn das für ein Zeugnis, das wir in der Welt ablegen sollten? Es ist das Zeugnis der Liebe. Das hat sich ja in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte bewahrheitet. Es war ja genauso. Und es ist nicht so abwegig anzunehmen, dass wir hier auch nochmal eine Verdichtung der Verfolgung jener, die die Liebe Gottes wirklich leben wollen und ihm gehorchen wollen, dass wir da hineingehen, noch mehr, wie wir es bisher erleben. Aber was wollen wir mitnehmen von diesem Zeugnis des Stephanus? Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass das erste Gebot einfach das erste ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und das gilt es halt in unserem Alltag zu bewahren. Oftmals höre ich durch Beichten und durch Seelsorgegespräche, wie Menschen in der Ehe, in der Familie, in der Arbeit so herausgefordert sind, weil sie mit Menschen zu tun haben, die sie verletzen, die mit deren Verhalten sie schwer umgehen können. Und dann nehmen sie das gleichsam zum Argument, warum sie selber zornig geworden sind oder rachsüchtig oder was auch immer. Der Stephanus lehrt uns etwas anderes. Stephanus lehrt uns, dass ich in der Liebe bleiben kann und ein Liebender bleiben kann, obwohl die anderen mich nicht nur verletzen, sondern töten. Das ist unsere Berufung. So geben wir Zeugnis in der Welt. Damit das aber möglich ist, muss ich möglichst schnell, wenn mich solche Dinge umgeben, treffen und verletzen, ich sage mal, mich umdrehen und dem Herrn in die Augen schauen oder wenn ihr so wollt, auch dem Zeugen des Herrn, dem Stephanus, und mich von seiner Liebe im Glauben sicher nähren lassen. Du und ich, wir können, und das zeigt uns Stephanus, im Gutsein und im Wohlwollen verweilen, obwohl die anderen noch nicht gut sind und obwohl sie sich vielleicht völlig falsch verhalten. Das sollten wir angesichts des Zeugnisses des heutigen Tages als Ziel ins Auge fassen. Wir haben als Christen keine Ausrede mehr, nicht in jener Liebe zu bleiben, die der Herr uns gebracht hat in seiner Menschwerdung. In jenem bedingungslosen Wohlwollen, das er uns entgegenstreckt. Wisst ihr, dieser unendlich erhabene Gott, der alles am Leben erhält, allem seine Ordnung gegeben hat, dem ganzen Kosmos, Mikro-, Makrokosmos, eine unendliche Weisheit. Er liegt jetzt in der Krippe als Baby. So ein kleines Kind, das berechnet nicht. Das kommt auch nicht auf die Idee, seiner Mutter Vorwürfe zu machen, weil sie noch nicht alles perfekt kann. Das Kind streckt ihr einfach die Hände entgegen und will aus der Krippe herausgenommen und geliebt werden. Gott nimmt ganz bewusst, so würde ich sagen, diese Form an, damit wir nicht bei uns selber stehen bleiben. Wie wir in der Christmette gesagt haben, nicht belastet mit dem Gewichten des eigenen Ichs, nicht das Zentrum im Ich sehen, sondern das alles loslassen
und hin zur Krippe gehen, das Kind aus der Krippe nehmen, es umarmen und uns von ihm umarmen lassen. Diese unendliche Liebe Gottes kommt so bedingungslos auf uns zu, wie ein kleines Kind der Mama die Hände entgegenstreckt und einfach nur angenommen sein will. Dann kann er uns beschenken. Und zwar mit einer Liebe, mit seiner Weisheit, oder dieses Bild. Er kam herunter mit seinen Geschenken, um den Stephanus zu erheben bis zu dem Punkt hin, dass er für seine Feinde beten kann, dass er so beseelt ist von dieser Weisheit und Liebe Gottes, dass ihm ganz klar bewusst ist, diese Sünde soll denen, die an mir schuldig werden, nicht bleiben, damit sie auch das ewige Leben sehen. Je näher wir beim Herrn sind und er in uns sein darf, je mehr wird uns beseelen dieser unbedingte Erlösungswille des Gottessohnes, dessen wegen er in die Welt gekommen ist. Da geht es nicht mehr um Rechthabereien und dem anderen vorzurechnen, was er verkehrt macht und was er falsch macht. Sondern was uns dann noch beseelt, ist, dass er einfach in der Liebe Gottes geborgen wird und darin vollendet werden kann. Das ist dann die Motivation. Und deshalb stellt uns, glaube ich, auch die Kirche in ihrer Liturgie auf der einen Seite dieses Zentrum der ganzen Menschheitsgeschichte, die Menschwerdung Gottes vor Augen und alles, was darin enthalten ist. Und gleich am nächsten Tag sehen wir die volle Auswirkung, das Ziel dessen, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Wir sehen sie in dieser Freiheit des Stephanus. Er legt für die Wahrheit Zeugnis ab und er lässt sich nicht erschrecken, dass seine Gegner böse werden und die Wahrheit nicht annehmen. Er gibt einfach Zeugnis. Er gibt Zeugnis auch dafür ab, dass das ewige Leben, die ewige Liebe Gottes unendlich viel mehr wert ist wie das irdische Leben. Weg, Wahrheit, Leben, sagt Jesus, sei er für uns. Und der Stephan nimmt es im Vollmaß an und wir dürfen es heute in ihm betrachten und anschauen. Und vielleicht uns dadurch auch inspirieren lassen, leiten lassen. Und zwar nicht abgehoben in einem komischen Ideal, sondern genau dort, wo wir drinstehen. Wo begegnen wir denen, die uns lästig fallen? Meistens sind es die Nächsten. Nicht mit jener Entschiedenheit der Liebe, mit der der Stephanus sein Leben vollendet. Unser Leben wird nicht anders vollendet, als in dieser Liebe Gottes, die zu uns gekommen ist, um sich uns mitzuteilen und die bei uns aufgenommen werden will, wie in einem leeren Tempel, angenommen, indem wir das Kind umarmen, das uns die Hände entgegenstreckt. Amen.